So, grüß Gott und hallo und so. Jetzt erstmal zu diesem neuen Video. Ich weiß, jetzt werden sich viele fragen. Der Kerl, der hat doch vorher nur Tourenvideos, Vlogs gemacht. Jetzt quatscht er auf einmal, ja. Das ist jetzt nichts weiter dramatisch. Ich wollte einfach nur mal testen, wie das sich mit Fahren und Sprechen verhält. Und einfach mal was Neues ausprobieren. Ich meine, mehr wie schief gehen kann es nicht. Das schöne Wetter genießen und euch mitzunehmen ist natürlich 3000 Mal schöner, wenn du alleine monoton sich die Strecke antun, ein bisschen rumzufahren und bei dem schönen Wetter. Sehr genial, und dann nehme ich euch heute mal mit. Ja, ich war jetzt gerade bei meinem guten alten Yamaha-Händler und der hat mir leider Gottes gesagt, ich brauche ein neues Kettenkit, weil die Kette an einer Seite zu straff ist und an einer Seite zu locker. Und mit 25.000 Kilometer, was die kleine Yamaha Reisbecherschüssel schon hat, gehört da mal gewechselt. Und dann muss ich das mal angehen. Ich fahre die Tage nochmal hin. Keine Hilfsbotschaft, weil der ist ein wenig teurer. Schlägt mit 160 Euro mit Einbau zu Buche. Aber was tut man nicht alles für einen ordentlich gepflegten Yamaha Reisbecher? Ja, sehr laffe das Ding. Und ja, hat auch gemeint, es ist normal, wenn die 25.000 runter hat, dass der verschlissen ist. Und ja, glaube ich, ist gut, wenn er dann neu gemacht ist. Braucht man sich um die Kette und um die Ritzel erstmal vorerst mal keine Gedanken mehr zu machen. Ja, kurz zu mir und meiner Person. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus dem schönen Nürnberg, bin in Oberbayern aufgewachsen, deswegen der Dialekt. Also nicht wundern, wenn ich mal wegen Bayerisch rede. Aber das hat mir meine Wurzel. Meine Wurzeln liegen im tiefsten Oberbayern und bin da groß geworden. Die Arbeit hat mich dann nach Erlangen verschlagen, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Ja, und mittlerweile lebe ich jetzt seit 11 Jahren in Nürnberg. Schöne Städte, tolle Altstadt. Wer vorbeikommen mag, die Burg ist auf alle Fälle sehr sehenswert. Und ja, das ist jetzt quasi so auch für Touren. In der Nähe bietet sich die Fränkische Schweiz an. Perfekt zum Motorradfahren, gerade bei schönem Wetter, nur ist da manchmal ein wenig überlaufen mit Motorradfahrern und da wollen dann irgendwie am Wochenende gefühlt halb Nürnberg hin. Wenn dann alle fahren, kann es ein wenig voll sein. Aber Fränkische Schweiz für Motorradfahrer immer ein Ausflug wert. Genau, noch kurz zum Ablauf ein bisschen. Ich habe mir gedacht, die Tourenvlogs, die sollen nicht ganz aufhören. Ich werde weiterhin so kleine Raw-Videos machen. Zusammenschnitte aus meiner Tour. Und mit ein paar Motovlogs gesprochen quasi, dass da ein, zwei Videos immer sich abwechseln vom Inhalt her. Und ja, und so an und für sich meine holde Gattin, die möchte dann auch mal in das Motovlog-Geschäft reinschnuppern. Haben wir alles den guten Motovloggern von YouTube zu danken. Weil sie halt gerade Mochi und Blackout der befeiert. Sie hat leider keinen Führerschein, darf nicht selber fahren, aber sie hat gemeint, sie würde gerne einem Sozius-Vlog mal gerne mitmachen. Und das wird sie gerne machen wollen, hinten drauf gesprochen. Sie hat die Kamera am Helm und dann können wir uns auf ein paar schnittige, schöne Videos freuen. Ja, gesprochen von meiner lieben Gattin, den kleinen Knuffelschnuff. Heute schönes Wetter, gefühlt 65 Grad unterm Helm mit Kombi, also ich habe eine Protektorenweste an und ein leichtes T-Shirt drüber, aber da hat es, also vom normalen Wetter her glaube ich, hat es so 32 Grad, wir haben es jetzt gerade 12 Uhr mittags. Aber es fühlt sich halt so schweineheiß an unter dem Helm und mit Kombi. Da ist man echt am dahinsiechen.
freue mich schon auf daheim. Eine kühlen Wohnung erstmal für die Abkühlung verschaffen. Einen kühlen Wässerchen. Und dann ordentlich brummenden. Schön Ventilator am Laufen. Da lässt sich es dann schon aushalten mit. Servus. Genau, ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter. Zur Sicherheit fahre ich bei dem, gerade bei solchen schönen Wetter, immer ein wenig mehr mit Sicherheitsabstand, weil da werden die Leute drehen durch, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Kennst du es ja bestimmt. Da fahren die alle wie die Verrückten. Mit Kurven schneiden, ohne blinken, rüberzucken. Und da ist mir lieber, ich habe lieber einen kleinen Abstand. Und ganz wichtig beim Mopedfahren, essentiell, glaube ich, ist das vorausschauende Fahren und das Mitdenken für die anderen. Weil wenn man ein bisschen vor sich hinschaut und wie so ein kleines Bilderbuch die Straße versucht zu lesen, kann man sich die ein oder andere Situation schon denken und vorahnen, was der Vordermann vielleicht als nächstes crazy, was er noch wieder verrückt am Veranstalten ist. Und dann sollte man auch sicher durch den Verkehr sich durchschlingen können. No. So, dann war es mit dem Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, habt einen tollen Tag und genießt das schöne Wetter, schöne Ausfahrten und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Adios.